So, einmal kurz erzählen, was ist hier los, was ist passiert? Mhm. Ja, jetzt. Die Feuerwehr Hamburg ist hier heute Morgen um 2.50 Uhr gerufen worden zu einem Feuer auf einem Betriebsgelände, welches Schrott aufarbeitet. Es brennen hier circa in einem Ausmaß von 30 mal 40 Meter in einer Höhe von circa 10 Meter verwertbare Teile, also für die Schrottaufbearbeitung. Die Feuerwehr ist hier mit der Freiwilligen Feuerwehr, Berufsfeuerwehr und Werkfeuerwehren und führt eine massive Brandbekämpfung mit 120 Mann hier durch. Momentan stellt sich das so dar, dass wir mit Kränen des Betriebes das Eisenmaterial auseinanderziehen, auseinanderfahren, um das gezielt ablöschen zu können. Wir haben hier 9 Wasserwerfer im Einsatz. Von 2 Löschbooten führen wir die Brandbekämpfung durch. Und wie schon gesagt, Wasserwerfer der Werkfeuerwehr und unseren Wasserwerfer.